eine Durchsage für die Zuschauer im Livestream. Vergessen Sie bitte nicht, Tickets zu kaufen. Alle Informationen hierzu finden Sie auf www.bka-theater.de/aktuelles. Vielen Dank. Nicht? Wow, wow. Sehr verehrte Damen und Herren und inklusiv GeschlechterInnen. Was fängst du jetzt an? Weil es die letzte Ausgabe vor der Sommerpause ist. Aber das haben wir nicht abgesprochen. Ist mir egal. Mein Name ist natürlich Jackie Weinhaus und an meiner Seite die unersetzliche... Jurassica Parker. Ja. Weinhaus, ich bin jetzt schon richtig sauer auf dich gerade. Ich weiß, deswegen habe ich das mit Absicht gemacht. Weinhaus, schön, letzte Folge. Liebe ZuschauerInnen, erstmal willkommen im Livestream. Auf YouTube, auf Twitch mit 5 Zuschauern, hallo. Und auf Twitter. Und per Fax.
per Fax natürlich auch. Und wir sind heute zum letzten Mal nur live bei euch zu Hause im Wohnzimmer auf euren Endgeräten. Und dann gehen wir in die Sommerpause, liebe Weinhaus. Traurig, ja, aber auch ein bisschen schön, ja, eigentlich. Weil ich brauche mal eine Pause von dir, ehrlich gesagt, muss ich sagen. Jurassica, ich habe wahnsinnigen Durst. Ich muss jetzt wirklich erst mal was trinken. Du, ich hab einen Sekt mitgebracht. Ich habe eine Limonade mitgebracht. Du, erzähl doch mal kurz unseren Zuschauenden, was die im Livestream noch machen können. Ach ja, das Theater ist ja immer noch hart am Knappsinn. Und solange immer noch keiner hier rumsitzen darf, um uns mit Gemüse zu bewerfen, haben Sie zu Hause die Möglichkeit, uns mit Spenden zu bewerfen. Nämlich über bkatheater/aktuelles oder auch paypal.me/bkatheater. Das hast du sehr schön gesagt. Nicht? Nach 12 Ausgaben sollte ich es dann auch mittlerweile wissen müssen und auch können dürfen. Ich finde ganz apart, dass heute deine Rasseln zu deinen Pailletten passen. Also das ist ja total abgestimmt, Weinhaus. Du bist wirklich heute... Ton in Ton. Was denn, Svenny? Entschuldigung. Dann meine Cha-Cha-Rasseln an meinem Busen. Und wie ist es mit meiner Trommel? Auch? Die hört man kaum. Die hört man kaum. Gut, Weinhaus, an der Technik heute Sven Hielenfeld. Und natürlich Julia Fendesack. Aber Sven, du bist aber heute auch in so Mut, oder? Krawallbürstig. Das gibt's ja nicht. Jetzt wird er auf den letzten Metern wird er noch frech. Ja, und den ziehen wir heute wieder zur Strafe was an. Das will ja keiner sehen. Naja. Das ist Alterssenilität, ja, sagt man das so? Ja. Weiß ich nicht so genau. Weinhaus, was machst du im Sommer? Also wir haben ja heute unsere Folge so ein bisschen zum Thema Sommer gestaltet. Genau, Sommer, so eine Ferienlaune. Also ich habe mir für den Sommer vorgenommen, mit ihr zu verreisen. Ach so, stimmt. Da freue ich mich jetzt schon dran. Ja? Wo willst du mich entführen? Komm, entführ mich, komm. Hawaii? Das mache ich nicht, weil ich fliege sehr ungern. Nicht, weil ich Angst vor dem Fliegen... Fahr mal mit dem Ruderboot nach Hawaii. Nee, also ich habe mir gedacht, die Alte und ich, wir mögen uns ja in der Regel ganz gern. Deswegen gehen wir einfach nach Amsterdam und kiffen wie die Bagger. Das finde ich. Oder? Toll. Darf man das im Livestream sagen, Sven, dass wir kiffen? Das darf man sagen. Auch süß. Auch süß. Unser neues Wort, liebe Frau. Auch süß. Ja, ich muss das noch ein bisschen üben. Aber, ja, willst du noch mal? Auch süß. Ja, genauso wie die Studiopflanze Saskia. Die ist wieder zurück am Start. Auch süß. Genauso wie der Trockenblumenstrauß. Und die Intendanz ist zurück im Hause. Sie ist nämlich genesen. Warte mal. Uwe. Eins. Also, eins. Ja. Noch nicht, Sven. Jetzt warte doch mal. Ich musste erst mal die Nummer wählen. Ich bin schon dran. Uwe. 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 Hallo Uwe, schön, dass du wieder da bist. Du siehst so gesund und frisch aus. Ja. Nicht? Uwe, halt mal bitte dein Schnütchen ganz kurz, wir wollen auch was sagen. Uwe, ganz kurz nochmal, wie sieht der Plan aus mit der Sommerpause? Wann können wir wieder starten? Können wir das heute noch besprechen? Wir wollen Verträge unterschreiben. Nein. Ach so. Ich verstehe den nicht, was? Der nervt. Auch echt krass, muss ich sagen. Ist auch egal. Also bevor der weiter nervt, gucken wir vielleicht mal in die aktuelle Ausgabe. Das haben wir nämlich gerade schon... Boah, ich schwitze wie ein Schwein zwischen den Beinen. Du, ich muss auch sagen, mein eines Ei hängt mir heute raus. Und nee, das ja, tut's weh, ne? Sie lachen. Aber das ist halt ganz schlimm, das kennst du ja auch. Soll ich ja mal covern? Dann kannst du wieder reinstecken. Ich ja, gerne. Okay, warte mal. Ich mach Luxus-Schönheitstanz. Warte mal. Weil das Lustige ist, dieser Eier-Reinrück-Move, der ist ja so... Hat noch nicht geklappt, was... Oh, jetzt ist meine Strumpfhose gerissen, egal, aber danke, Weinhaus. Oh, das fühlt sich auch süß. Süß. Ganz kurz noch, liebe Zusehende, ihr könnt natürlich heute auch wieder KommentarInnen schreiben. Ich bin heute im Gender-Modus. Und wir werden heute im Laufe des Abends natürlich immer wieder reingucken, wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder einfach nur nach Sugar Daddy sucht. Genau. Wollen wir schon mal reingucken? Vielleicht wir gucken schon mal rein. Guck mal. Die Parkerschuhe machen sie kleiner. Naja, Amsterdam ist voll toll. Ich komme mit. Frau Stegner, ob man... Nee. Was, die Parkerschuhe machen mich kleiner? Verstehe ich auch nicht. Spinnt doch. Aber der Pullover immerhin macht stark schlank, Frau Parker. Sag mal, wird heute nur wieder meine Figur, mein Outfit kommentiert, oder du was? Du sagst immer selber, dass du fett bist. Hey Jackie, mein Stäbchen. Und du wäre eine gute... Komm, dein Stäbchen? Hey Jackie, mein Stäbchen und du wäre... Ach, der meint seinen Penis? Das war... Wer hat denn das geschrieben? Marcel Langpapp. Lang und Papp. Gut, sehr stark. Liebe Grüße an Saskia, Kurt bastelt.
Kurt, bist du das? Sitzt du heimlich im Publikum mit Handy in der Hände? Ach so. Okay, gut, okay. Wir freuen uns auf die Golden Milfs, kommen wir gleich noch drauf. Ach, süße. Gesundheit, Weinhaus. Das kann jetzt dauern, kann jetzt dauern. Komm, geh doch mal in dich. Das kümmert schon ein bisschen. Guck mal ins Licht. Meine Mutter sagt immer, guck ins Licht. Geh ins Licht, Jackie, geh ins Licht, Karl Ann. Nee, ist weg. Schade, ich habe mit mehr gerechnet. Mann, schade, du. Eine enttäuschende Sendung bisher. Echt? Zerstan sagt Gesundheit, danke, mein Hase. Die haben auch nichts zu tun, die Leute. Ja, dann kommen wir mal weiter. Ja, okay, gut. Also, wie gesagt, Sommer ist so eine Ferienlaune. Und was ist im Sommer immer am allerschlimmsten? Männer in kurzen karierten Hosen mit hässlichen so Trekking-Sandalen dazu und dass es keine richtige Schokolade mehr gibt, weil die schmilzt ja immer. Ich wollte gerade noch was zu den Männern sagen, ach den so. Cargo-Hosen mit den Sandalen, weil die Beine sind auch meistens sehr, sehr weiß und die werden auch niemals braun. Ja, Weiners, du bist ja kein Mann in Sandalen. Also, ne? Also, eine Frau in High Heels ist schon. Aber apropos Mann in Sandalen, jetzt pass auf, ich habe eine Anekdote zu erzählen. Die habe ich extra für dich aufgespart. Ich stand neulich am Kudamm. Ich bin ja eine Hochwertige. Jeder hält dann immer ins KDW und kauft mir Nagellack für 20 Euro. Ja. Und jetzt wirklich kein Gag. Und da fuhr Peter Altmaier an mir auf seinem Fahrrad vorbei. Im Freizeitoutfit. Mit zu kurze Hosen. Und zwar, er hatte, typisch Altunte, der hatte, oh, jetzt habe ich schon wieder was. Oh, das ist der nächste Pullover, Altunte. Den darfst du aber dann nur du anziehen. Und der hatte, also typisch Bundespolitiker, der hatte privat, hatte der so ein ganz oversized, so ein Hemd an, mit so, wo die Ärmel so abstehen bis hier so. Ach so, festerem, aber luftigem Stoff. Ja, und dann in großem Blumenmuster, also so eine Art Hawaii-Hemd, sagt man dazu. Und dann hatte der diese Cargo-kurzen Hosen an, diese weißen Männerbeine mit so leichten Kampfadern. Und dann hatte er Sandalen an. Also diese schlimmen Rentner-Sandalen. Hast du ihn vom Fahrrad gestoßen? Nein. Warum? Ich war so geschockt in dem Moment. Ja, verständlich. Aber ich fand es mal auch sehr aufregend. Der ist halt sehr volksnah, habe ich gemerkt. Der fährt auch in seinem Sommeroutfit. Dann oder geschmacklos, je nachdem. Ja, je nachdem. Aber das fand ich großartig. Das freut mich ist für mich Sommer, das ist für mich Feeling auch. Und Cappuccino. Cappuccino, Wandtattoo, bringen wir auch bald noch genau. raus. Genau. Ne? So, Sommer, so eine Ferienlaune, erzähl bitte. Genau, bald. Also, was ich am Sommer mal ganz besonders tragisch finde, ich bin ja so eine Süßmaus und ich nasche ja mal gern so eine Schokolade weg. Ach, du kleine Schnackerliese. Nicht? Ja. Und dann gibt's aber im Sommer immer die guten Schokoladenstücke nicht mehr, weil der Händler sagt, die Schokolade wird flüssig und verdirbt, wie zum Beispiel bei Montcharre, dann läuft ja dann der Schnaps raus. Montcharre. Montcharre nur im Herbst, im Frühling und im Winter. Also, liebe Weinhaus, ich habe mich natürlich vorbereitet auf die Show. Echt? Heute noch 10 Minuten, bevor ich dann das Haus verlassen habe, habe ich so halbherzig recherchiert und war auf der Ferrero-Webseite. Es gibt eine Ferrero-Webseite? Ja, ist eine Firma. Ach so. Ja, Manche, bist du so saudumm. Ne? Ja. Das finde ich hochinteressant. Ich muss sowieso erstmal kurz auch einen Schluck Sekt. Und Ferrero hat tatsächlich ein FAQ auf seiner Webseite wegen dieser Sommerschokoladen-Sommerpausensache. Weil, liebe ZuschauerInnen, wer es nicht weiß, bestimmte Marken von Ferrero. Worüber reden wir hier eigentlich? Weiß man Schokolade! Sogar. Bestimmte Marken von Rewe. Also wir sind eigentlich auch ein Schokoladenartikel von Ferrero, deswegen gehen wir in die Sommerpause, weil wir sonst die Sommermonate überhin hinwegschmelzen würden. Ich muss kurz erklären, wir saßen neulich zusammen, um diese Show zu planen, wir hatten überhaupt gar keine Idee. Sind wir mal ganz ehrlich. Und dann habe ich gesagt, lass uns aber die Sommerschokolade sprechen. Ja. War gar nicht so eine gute Idee, merke ich jetzt gerade. Es ist zäh wie Kaugummi und den gibt es im Sommer leider auch. Und da gibt es ein Q&A, wie heißt das, ein FAQ? FAQ. Bezüglich der Sommerschokolade. Und warte mal, ich muss es kurz finden. Das sind so tolle Fragen, warte mal. Warte bitte, hörst du bitte. Wo steht es denn? Das habe ich dir nicht ausgedruckt, das habe ich nur. Weil ich möchte ja referieren für dich. Und zwar so die erste süß. Frage ist, Hand aufs Herz. Ist die Sommerpause nicht doch vor allem ein Marketing-Gag? Investigativ auch. Ja, sehr. Und da sagen sie ganz und gar nicht. Die Sommerpause ist kein Gag, sondern aus Qualitätsgründen absolut wichtig.
Und dann erzählen sie Lieferzeiten und Schnaps läuft raus und so. Also es ist kein Marketing. Ich glaube dir natürlich kein Wort. Lügensäue. Also liebe Zuschauer, ihr könnt ja vielleicht auch mal eure Meinung dazu kundtun. Und dann sind so schöne Fragen, von wann bis wann ist die Sommerpause? Ich kann es jetzt sagen, von Mai bis September. Hochinteressant. Ja. Also, weil dann weiß man jetzt schon, wann es endlich wieder Ferrero Rocher gibt. Und Moncherre. Und welche organisatorischen Herausforderungen bringt die Sommerpause mit sich? Das ist die nächste Frage. Und es geht so weit, das ist ein ganzer Fragenkatalog. Die haben nichts zu tun bei Ferrero. Das ist für Leute, die wirklich einfach mal richtig, richtig gute Infos brauchen, um ihr Leben aufzuwerten. Ja. So wie wir. Oder Sie da draußen. Ich meine, Sie haben offensichtlich auch an so einem lauen Samstagabend nichts zu tun. Sie gucken sich halt zwei schwitzende Transen auf einer Bühne in einem leeren Theater an. Das hast du sehr schön zusammengefasst, muss ich sagen. Ich habe richtig Lust auf die Sendung jetzt gerade. Ich auch. Ich bin ja schon mittendrin. In the mood, ey. Komm, wir gucken mal kurz in die KommentarInnen. Wir brauchen bald einen zweiten Tisch. Das stimmt allerdings. Ich habe vorhin auch bemerkt, es war noch nie so viel Scheiße auf dem Tisch wie dieses Mal. Ja, was ist denn das aber alles? Aber es ist so eigentlich gemütlich, oder? Sieht aus wie nach so einer richtigen Feiernacht, nur ohne Kippenstummel überall. Na, die Kippenstummel sind hier. Der Krümmer hat ja schon geraucht, wie so ein Schlot. Fabian Pinnau schickt Transherzchen. Auch süß, Herzchen zurück. Sehr apart. Moncherre schreibt, der Welker, hallo. Ich freue mich aufs Interview. Weinhaus Barriere sieht sehr hochwertig aus. Das stimmt allerdings. Der alte Jenkins, diese Ausgabe von PNS, verbreitet Lebensfreude. Ja, aber keine Schokolade. Da ist ein ganz schlimmer Witz, den lesen wir auf gar keinen Fall vor. Das finde ich unmöglich, ehrlich gesagt. Aber gut, weiter geht's, liebe Weinhaus. Ich habe jetzt genug recherchiert und auch referiert zur Sommerpause. Ja. Hat es dir denn ein bisschen gefallen? Nee, aber es war okay. Okay, na gut, dann mach du doch mal weiter und überzeug mich mit ein bisschen was. Ja, also ihr kennt ja unsere Rubriken so ansatzweise und nach Scheiße Deluxe kommt natürlich Apart Deluxe. Wir haben doch noch gar nicht Scheiße Deluxe gemacht. Du, wir haben den Einspieler vergessen. Sag mal, Juliane. Sven. Was? Sven. So, dann würde ich sagen, wir spielen jetzt dann gleich mal den nächsten Einspieler ein, bevor die einen Pflaumensturz erlebt. Ich habe nur noch dieses Ei, also von daher ein Eiersturz. Kommen wir doch mal bitte zu Apart Deluxe. Jule, also jetzt grätsch uns bitte nicht dazwischen. Was haben wir denn davor? Deine Sommerpause-Ankündigung mit Werbung für die... Ach so, gut, also dann, Weinhaus, komm, vergesst einfach, was wir gerade gemacht haben. Wir fangen jetzt nochmal von vorne an. Das ist heute am allerschlechtesten. Das liegt heute einfach an dem Wetter. Was würde Ute dazu sagen? Oh, die Ute, die kocht schon wieder vor Wut. Ja. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Also jetzt, wir tun jetzt so, als ob die das alles gar nicht gehört haben. Du, genau. Sommerpause bei Ferrero und so. Wir haben ja auch Sommerpause. Aber, liebe Weinhaus, ich muss dir was sagen. Ich habe keine richtige Sommerpause. Ich weiß, weil du hast nämlich das Rocher der Traverse. Nee, das, wie heißt das weiße Zeug mit Kokos außenrum? Raffaello. Raffaello, du hast das Raffaello. Oh. Der leichte Genuss im Sommer. Der Travestie auch entwickelt. Ja. Genau. Ja. Hast so einen weißen Sommerhut auf Raffaello, und rollst der Travestie. Ja, Raffaello gibt es doch immer im Sommer, weil das ohne Schokolade ist. Das weißt du doch. Ach, das gibt's da nicht im Winter. Der leichte Genuss ohne Schokolade. Okay, liebe Zusehende, und deshalb, und ich spiele im Juli nämlich mit meinem Ensemble endlich eine ganz, ganz brandneue Episode von den Golden Gmilfs. Wir spielen 3 Wochen. Wir starten am 7. Juli und die anderen Termine könnt ihr euch auf der BKA-Webseite angucken und natürlich Tickets kaufen mit Publikum. Und wir gucken mal kurz in den Vorspann rein. Da hat man doch richtig Lust auf Sommer. Aber wirklich. Also ich fand den anderen Vorspann auch schon toll, aber der ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht, ne? Auch süß. Auch süß. So, Weines, jetzt können wir weitermachen mit Apart Deluxe. Danke, Jule. Das ist immer ein Quell der Informationen. Also, wir wissen ja ganz genau, dass er die heutige Ausgabe nicht wegen uns guckt, sondern wegen unserer Stargästin. Und normalerweise ist er an sich das Highlight einer jeden Ausgabe immer die Skype-Schalte. Aber weil wir ja in die Sommerpause starten, haben wir gedacht, wir liefern euch noch ein kleines Schmankerl, das euch
über die heißen Monate hinweg trösten soll. Und zwar haben wir einen Talkgast live auf der Bühne drauf, Joressica. Das ist hoch aufregend. Oder? Ja, voll. Also, das erste Mal. Und wir haben tatsächlich, ich muss mal kurz aufstehen, Sven, ich hoffe, die Kamera kann das einfangen. Sollen wir den mal hochheben vielleicht? Oh ja, warte mal, ich habe keine Laufschuhe an. Moment. Warte mal. Und wir haben den allerschönsten Stuhl aus dem Lager geholt, den wir vor Ort haben. Wir nennen ihn Modell Penner. Aber passt nicht zu unserem Gast, der ist nun halt schon sehr alt, ja, aber kein Penner. Ja. Ne? Aber wollen wir ihn jetzt mal vielleicht auf die Bühne drauf holen? Ja, mach das doch mal. Einen tosenden Applaus für Kurt Krömer! Ach, siehst du, wir wollten eigentlich... Das hab ich jetzt wieder vergessen. Ach so, warte mal. Na? Hallo Kurt. Ihr Mäuse. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Du sitzt nicht auf dem Stuhl? Ja, ich bin so klein, oder? Du bist sehr klein. Hab ich da absichtlich gemacht, oder? Sitzriese. Ja. Er sitzt Zwerg. Nee, das ist okay, ist egal. Ich bin ja nur Gast. Ich bin nur Gast. Ich beschwere mich nicht. Sven, kann man den überhaupt sehen hinter dem ganzen Zeug, was hier auf dem Tisch steht? Svenny? Kann man sehen. Hast du extra so eingestellt, ein bisschen mehr von oben. Okay, ich sitze hier auch nicht. Ich stehe hinterm Tisch. Ach so. 1,23 Meter nur groß. Das ist ja hochinteressant. Willst du vielleicht erstmal eine Brause trinken, Kurt? Ja, habt ihr denn zufällig eine Mate da? Ach so. Zufällig haben wir das vorbereitet. Hast du selber mitgebracht? Und ich kann auch rauchen hier, ne? Wollen ja, du kannst gerne rauchen, das ist richtig ja. Geil. Man darf ja überall hier quarzen. Du bist starke Raucherin oder wie würdest du das bezeichnen? Eine Schachtel pro Tag. Ja, das ist schon viel auch, ne? Ja, es ja? gibt ja andere, die brauchen zwei Schachteln. Ne? Ja, so kann man das immer sich schönreden, ja, natürlich klar. Das ist dann viel, ja. Da sind ja 19 Zigaretten drin. Aber schön die blauen Gulas auch. Ja. Wie lange rauchst du schon? Ich möchte trocken rauchen. Seitdem ich 13 Jahre alt bin. Du bist jetzt irgendwas ein paar 40, glaube ich, ne? 46 Jahre alt. Macht ja nichts. Das wäre jetzt der Part, wo ihr dann sagt... Ach, siehst du jung aus? Ja, sowas. Ja. Hätte ich jetzt nicht Kein gedacht, Tag älter als 35. Ja, sowas, weißt du? Was erwartest du heute von der Show? Du, ich weiß es nicht. Ich freue mich über die Einladung. Wie ist denn das Wir überhaupt zustande gekommen? Wir haben dich gar nicht eingeladen. Du hast dich aufgedrängt, Kurt. Ja, ich habe einen Kommentar geschrieben bei euch. Ja, du hast gemeint, ich will unbedingt zu euch kommen. Ihr seid so apart. Und dann haben wir gesagt, naja, wenn es sein muss, dann schalten die Leute wenigstens mal wieder ein. Wegen dieser RBB-Troller habe ich euch so geschrieben. Der RBB-Troller. Weil die gesagt hat, was hat die gesagt? Ihr seid schlüpfrig. Naja, wir sind auch möchtegern mundän und irrelevant, hat sie auch gesagt. Aber schlüpfrig weiß ich gar nicht, aber da hast du nämlich geschrieben. Seid ihr schlüpfrig? Ja. Ja. Das war eine Dufte. Das ist so in Ordnung. Du hast dann geschrieben, bleib doch bitte schlüpfrig. Ja, natürlich, genau. Klar. Und schön, dass du heute hier bist, lieber Kurt. Ich hoffe, du fühlst dich wohl. Ja, ich fühle mich sehr wohl. Ja, gut. Dann können wir erstmal auch mal kurz einfach mal einer rauchen. Lass das einfach mal wirken. Ne? Einfach mal wirken, ja. Und ihr habt so geilen Nagellack. Kommen wir gleich noch drauf. Du greifst schon wieder vor. Das ist scheiße, oder? Ich hab den ganzen Tag. Die hat beste Laune. Stell dir mal vor, wie die ist, wenn die schlecht gelaunt ist oder wenn die Verstopfung hat. Verstopfung habe ich wirklich nie. Scheißen kann ich immer. Muss man auch mal so sagen. Ne? Gut, aber lass uns nicht mal Das war jetzt aber ganz schön schlüpfrig, fand ich. War ganz schön schlüpfrig jetzt schon wieder, ja. Vielleicht kommen wir jetzt mal Kann ich das für meinen RBB-Blog schreiben, dass sie schlüpfrig ist? Gerne. Also gerne. In dein Tagebuch auch. Wir laden auch gerne mal die Ute ein. Ach, sie ist die Ute. Ja, die Toxic-Ute. Ja. Toxic-Ute Büsing. Wo ist sie denn beim RBB? Welches... Kulturradio? Ich glaube, die ist freie Journalistin und schreibt unter anderem und Transhasserin. Texte für den RBB. Transhasserin. Kennst du die persönlich? Ja, ich bin mit ihr verheiratet, ist meine Frau. So. Deswegen sieht die so aus. Und ich gut finde aus. Das ganz hässlich, wie ihr euch geäußert habt über meine Ute. Tut mir jetzt, Ute. Jetzt die Stimmung ganz unten gerade schon, ja. Kann sie wenigstens kochen, wenn sie schon so gemeine Sachen schreibt? Ich kenne Ute nicht, ich weiß es nicht. Aber passt zum RBB, das ist gerade auch schlüpfrig oder wie. Wenn sie gut gemeint hätte, hätte sie geschrieben, ihr seid ganz schön kess oder so, weißt du? Nee, aber sie hat geschrieben... Ein keckes Duo aus dem BKA-Theater. Nee, sie hat geschrieben, Transgender-Paralleluniversum. Unter anderem auch. Ja. Aber warte mal, aber deine Sendung Shea Krömer ist da auch beim RBB. Mhm. Aber findest du den RBB zu unschlüpfrig? Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Weißt du nicht, das ist halt, also für mich ist das halt so eine Behörde. Ne? Das ist, als wenn du jetzt irgendwie deinen Personalausweis verlängerst, irgendwie, ist das gleiche, als wenn du zum RBB gehst und sagst, lass mal eine Sendung machen.
Ach so. Also das ist für mich schon immer so das Auenland, was ich denn da betrete. Das ist das Auenland, weißt du? Aber dafür lassen sie dir viel Freiheiten tatsächlich. Ja, ja, das habe ich mir erkämpft über 15 Jahre oder... Ja. Ja, mit Faustschlägen? Ja, mit Hauen auch. Es wird bei meiner Produktion auch gehauen. Aber wie schaffst du das, weil du bist ja nur 1,30? Ich komme mir vor, weißt du, wie ich mir vorkomme? Oh. Kennt ihr das noch? Ja. Hallo Spencer? Ach so. Ja. Und wie sind Hallo die Quietsch Spencer Boys? Noch? Nee, auf gar keinen Fall. Ich bin Galactica natürlich. Ja. Und du bist Elvis. Kann ich ja lieber Poldi sein? Galactica oder wie hieß der kleine Wurm? Der Bücherwurm. Kasimir. Kasimir. Das war aber kein Wurm, das war ein Eichhörnchen. Aber Kasimir hat doch im Baumstamm gewohnt. Der Bücherwurm, der immer Bücher gewohnt hat. Nee, der Gelbe, der im Pilz gewohnt hat. Das war Lexi. Da war der das mit die Bücher. Und wer war das mit Ich will dir fressen? Poldi. Poldi, der Drache. Der hat immer in so einer Vulkanlandschaft gewohnt. Und dann gab es noch die scheiß Zwillinge Mona und Lisa, die habe ich immer gehasst. Ne? Die hatten diese blöden Nase und die dunklen Spuren. Auch, ja, diese breiten roten Köpfe. Oh, ich habe manchmal so französische Klamotten an, dann haben wir französische Chansons gesungen. Hm. Ach, das weiß ich nicht mehr. Ja, Hat die einen anderen so Barrets auf? Aber Galactica war schon geil. Ja, die kommen ja immer nur, wenn unten so viel Chaos war und die nicht mehr weiter wussten. Dann kam Galactica. Dann kam die, wa? Und war lila und hatte so eine Zacken, wie die Freiheitsstatue. Ja. Wir wollen jetzt nicht so viel sehr in unserer Vergangenheit schwelgen. Ja, genau. Vor, doch, 75. Wir schwelgen doch jetzt wieder in der Vergangenheit. Wie alt seid ihr denn? Darf man das fragen? Ich bin 34. Ich bin 41. Siehst aber jünger aus als ihr beiden. Du wirst bald. Ja. Wie alt wirst du bald? 42. So, Weinhaus, wir haben uns so viel vorbereitet. Jetzt kommen wir mal zum Punkt. Genau, wir schwelgen jetzt weiterhin in der Vergangenheit. Hast du jetzt meine Mate getrunken oder was? Nee, ich hab dir eingegossen. Ach so, entschuldige, wo ist denn die? Ach, hier. Cheers. Ja, cheers erstmal. Also wir schwelgen ja weiterhin in Vergangenheiten. Und was macht man im Sommer, Jurassica? In den Urlaub fahren. Ach so. Ja gut, da freue ich mich schon jetzt drauf, ja. Und was macht man im Urlaub dann? Fotos für später. Ja. Und deswegen haben Scheiße, habe ich vergessen. Sollte ich ja, jetzt echt vergessen? Ja, ich vergesse. Scheiße, ich vergessen. Ich bin sehr böse. Aber gut, was soll ich jetzt machen? Ich hab's meine Wohnung hat gebrannt. Nee, die Ute hat sie zerrissen, weil sie wieder schlechte Laune hat. Nee, wirklich, das hat gebrannt bei mir zu Hause. Ich hab gesagt, ist mir scheißegal, ich geh ins BKA. Komme, was will. Das finde ich auch süß von dir, muss ich sagen. Ist halt wirklich, und zuerst sind halt die Bilder verbrannt. Vom Timmendorfer Strand. Wo wart ihr denn im Sommerurlaub? Ich war auf Korfu. Ja? Ich war auf Gardasee. Halt mal kurz dein Schnütchen, bitte. Bitte, wir laden nicht mehr noch mal so ein Opfer ein. Danke. Ich war meine gesamte Kindheit über... Komm, schmeiß es dann einfach gleich um. Du willst es doch machen, oder? So. Weinhaus. Sommer und Urlaubsfrische. Urlaubsfotos. Können wir hier schneiden eigentlich? Ja. Wir sind live, ne? Hat schon wieder ganz schlimm. Wir haben Urlaubsfotos mitgebracht. Also wir. Ja, die nicht. Und wir wollen es euch natürlich nicht vorenthalten. Ich hab's halt vergessen, Herrgott, nochmal. Vergesst ihr nie irgendwas oder was? Für mich war das Stress heute. Wenn ich zu Superstars käme, dann würde ich nicht die Unterlagen vergessen. 80% Regenwahrscheinlichkeit. Und ich habe keinen Streuhaar bei heute. Das habe ich heute auch gesehen, meiner Wetter-App. 80%. Und da habe ich schon überlegt, wenn du nutzt ihr Streuhaar, dann darf es nicht regnen. Weil das... Naja, weil es dann abspült. Dann nimmst du halt einen Regenschirm mit, Herr Gott. Nein. Ach, hast du gerade Streuhaar drauf? Nein. Kann ich mal anfassen? Ja. Nee, das ist ja heute ist reiches Haar. Ja. Da ist Wachs. Riecht nach einem alten Mann. Alten Mann, ja. Moment, es ist altes Streuhaar. Altes Mann. Gut, Sommer und Urlaubsfrische. Ja. Einhause. Wir haben das mitgemacht. Ich hab gespuckt, tut mir leid, Corona und so. Du musst erst wählen, bevor du telefonieren kannst. 110. Wird heute nicht. Ich mag das schon. Uwe, ich wollte nur sagen, mir macht es Spaß. Danke für die Einladung. Du bist so ein Schleimer. Wieso denn? Echt. Kollegen. Heute ist der schönste Tag in meinem Leben. Ihr seid dabei. Sag mal, du willst ja nicht mal diese Scheißfotos angucken. Ja. Nervt alles. Thema Sommer und Urlaubsfrische. Genau. Und wir haben ja Fotos für später mitgebracht. So, von früher, nicht für später. Von früher für später, also für jetzt. Okay,
Später ist jetzt. Ja, weil es damals früher war. Aufregend, Zeit ist so wach. Zeig doch jetzt die Bilder. Auch süß. Wahnsinn, ja. Auch süß. Also, Sommer und Urlaubsfrische, liebe Zusehende. Wir haben Urlaubsfotos aus der Vergangenheit mitgemacht. Wir fangen jetzt einfach an. Weinhausens Foto bitte auf den Screen. Also. So. Und Weinhaus. Oh, nee, warte mal, wir müssen ihn ja aus dem Bild schieben. Ach so, warte mal. Ja. Das sehen die Leute ja nicht. Nee, hier muss ich ziehen. Was soll denn das? Ach so. Nee, in mein. Ach, ist aber süß. Pass auf, da kommt der. Ja, da kommt. Das ist, wenn wir da gehen, kommt, dann ist Svenny ganz sauer. Also, das ist da aber war süß. Ich, da war ich, ich glaube, auf Korfu im Urlaub und war damals schon wahnsinnig homosexuell. Ja, der Fächer und ist Fächer toll. Habe ich geliebt, habe ich den. Und du auch übrigens Grüße an meine Schwester, die hat den gleichen. Die war damals auch schon wahnsinnig homosexuell. Und du hast auch so ein süßes Mickey-Maus-Achsel-Shirt. Ja, ich war auch schon damals Rosé sehr muskulös. Und Rosé und Lila und dann noch Türkis. Also das ist ja auch wirklich Colorblocking. Die Sommerfarben. Und dazu gibt es eine Geschichte übrigens. Ja? Ich wusste damals schon, dass ich ein echtes Mädchen bin. Weil dann gab es halt dann so am Abend so. Jetzt bist du wieder heimlich ins Bild gerollt, ne, du kleiner Mann. Bitte, also ich kann nicht abseits, das geht nicht. Eine Rampensau. Ja, ich stehe gerne. Eine Rollrampensau. Auf jeden Fall saßen wir halt am Abendessenstisch und ich wurde von meiner Schwester und von meiner Cousine, die mit im Urlaub war, unterdrückt. Und dann bin ich mit hoch erhobenem Fächer um den Tisch im Kreis herumgelaufen und habe immer zu gesagt, ich bin die Bestimmerin. Was auch so war, ich habe nämlich einfach bestimmt, was abgeht. Ach, das ist ja immer noch so. Du warst schon früher so scheiße. Ich war schon als Kind scheiße. Das ist ja hochinteressant. Nicht? Auch süß auch. Auch süß. Auch süß. Auch süß. Also ich war als Kind doch eher etwas zurückgenommener, also nicht ganz so anstrengend wie du. Das ist das, was du denkst. Ja, wahrscheinlich. Meine Eltern fanden mich, glaube ich, auch wahnsinnig anstrengend. Aber ich habe ein Foto rausgesucht, liebe Weinhaus. Das war mein erster Mallorca-Urlaub. Da muss ich so 7 oder 8 gewesen sein. Das ist auch süß. Wow, aber schön mit Gel und alles. Ja, ja. Da habe ich gerade entdeckt, dass man sich die Haare auch stylen kann. Und ich trage Zahnspangen, das liebe ich auch. Wie alt und warst du da? Ich würde sagen 8 oder so, ich weiß nicht. War wahrscheinlich genau. Schon 1,80 groß damals. Ja, ja, ich war schon ein sehr schlaksiges, großes Riesenkind. Und diese Sonnenbrille habe ich mir ausgesucht in so einem Strandshop, in so einem Touristen-Strandshop. Die war wahrscheinlich schweineteuer. Das war hochwert. Das noch ist in hochwert. Pesos, hat man da in Pesos bezahlt? Stimmt. Ja. Und ich finde mich, also ich bin schon auch ein Bringer auf dem Foto. Bist du auch immer durchgedreht, wenn man die dann in die Haare gefasst hat? Natürlich, entschuldige mal bitte. Ja, und dann wurde es halt irgendwann so knusprig und rieselte so raus, ne? Das Zeug in der Haare. So dieses Gel, was dann so trocken wird und dann hast du so überall so, ja, ja. Hast du, was L'Oreal. Nein, nee, L'Oreal, nee, so Wet-Gel halt. Ja, ja. Wet-Gel. Ich hatte so einen Igelschnitt. Das hat Stunden gedauert, bis das alles nach oben war. Und wenn dann irgendeine Tante kam und so gemacht hat, ich hätte hier eine Fresserhund. Ja. Ja. Das war richtig fies. Ja. Und dann immer mit Gel, ich glaube Haarspray auch noch. Ja. Und Schaumfestiger. Schaumfestiger. Alles, Schaumfestiger, Föhnen. Und Gel, wir hatten damals Haarmascara. Kennt ihr noch Haarmascara? Sah aus wie eine echte Mascara, so, aber in so Neon-Orange und Grün. Da sind so fürchterlich beschissen. Also ich muss jetzt mal eine Anekdote erzählen aus meinem. Du erzähl doch mal eine Anekdote. Du, ich erzähle jetzt mal eine Anekdote. Irgendwas mit Kot? Wenn die Anekdoten erzählt, geht es eigentlich immer ums Einkaufen. Ach, Kot, ich habe Kot verstanden. Ach, nee, Kot. Kot. Stuhl. Nein, Schlüpfrig. Stopp, schlüpfrig. Aus. Ja. Hashtag schlüpfrig. Also hier Google ist schon wieder, die laufen auf dem Zahnfleisch schon wieder gerade. Aber gut, und zwar, ich hatte so, das fing an mit, dass man die Haare so ganz wichtig nahm, so mit 12, 13. Da waren Haare das Einzige, worum ich mich gekümmert habe in meinem Leben. Und es war immer ganz wichtig, dass die Haare immer so nach hinten so sind, aber halt schon. Und dann, oh Gott, das ist so peinlich, das kann ich überhaupt nicht erzählen. Doch, erzähl. Und dann bin ich aus der Schule gekommen. Ich habe mir nach, wenn ich aus der Schule kam, bin ich sofort ins Badezimmer hoch, habe mir erstmal die Haare gewaschen, weil die halt nicht mehr gesessen haben, ist ja klar. 14 Uhr, dann war ja alles dann kaputt schon. Erstmal wieder neu, dann wieder neu gegelt. Und dann habe ich mir, wenn ich zu Hause geblieben bin und Roseanne geguckt habe nachmittags auf ProSieben, dann habe ich mir immer ein Kissen genommen, ein kleines Sofakissen, habe unten das zu so einem Dreispitz gemacht und habe mir das aufgesetzt, damit die Haare in Form bleiben. Und das habe ich immer heimlich gemacht. Und irgendwann kam meine Mutter in mein Kinderzimmer und sagte zu mir, was hast denn du da auf dem Kopf? Und das war mir höchst peinlich, weil es sollte natürlich niemand erfahren, dass das mein Geheimtrick ist, wie meine Haare so in der Form bleiben. Das ist mir neulich wieder eingefallen. Machst du das heute noch? Das mache ich immer noch, ja. Klaus weiß es noch nicht, aber das mache ich immer, sobald du raus bist, setze ich das Kissen auf den Kopf. Aber die Zeiten, dass dir irgendwas peinlich ist, sind auch vorbei. Sind auch vorbei. Ja. Diese Show mache ich ja auch schon mit sehr viel Liebe und Lust, ja.
Gut. Haben wir noch mehr Fotos vielleicht? Ach, jetzt geht's ja weiter jetzt mit geht's peinlich. Jetzt geht's richtig los, wenn ich ehrlich bin. Du musst dich jetzt umdrehen, lieber Kurt, weil nämlich habe jetzt nämlich so, dir habe ich mir Fotos habt ihr denn? Eine Sternstunde meiner Vergangenheit herausgesucht. Ich habe mich nämlich, da war ich nämlich wirklich noch jung und knackig und fest überall. Ja. Und da habe ich mich für ein Herrenmagazin ausgezogen. Nee, nicht für ein Playboy, sondern für ein schwules Herrenmagazin heißt das. Playgirl. Komm, Svenny, komm mal. Das war das Cover. Und da unten links bin ich schon zu sehen mit so einem verführerischen Blick. Wer bist du denn? Generation Boy, so machen wir es, Jurassica. Hier Sixpack und ja, ja, ich hatte war echt, früher war ich Sport. Schminkt? Nee, ich hatte früher wirklich auch Sport gemacht. Das ist schon sehr, sehr, sehr lange her. Mach mal weiter, Svenny. Guck mal hier. Hey. Und, ich find's wahnsinnig peinlich. Hast du da eine Taschenlampe in der Hand gehabt? Oder ja. Was war da? Ja, hast du gut erkannt. Oder Taschenlampe brennt. Oh. Ja, geil. Das ist schlüpfrig. Aber was mir auch besonders gefällt ist, ich habe Interesse daran, mich für euer Magazin in Pose zu werfen, schrieb uns Mario neulich. Gesagt, getan. So schnell kann's gehen, meine Liebe. Ja. Gut geworden. Echt gut geworden. Der Texter, der hat wirklich viel Geld verdient für diese Texte. Sven, mach mal weiter. Oh, guck mal. Oh, da bist du aber süß. Ach, da bin ich süß. Ja, und da hast du was hat denn der, was hat der Fotograf gesagt, wie du gucken sollst? Was hat der da gesagt? Guck dumm. Mal. Ja, er hat gesagt, sonderlich guck smart guckst du da aber echt nicht, oder? Mach mal einen Kuhblick, würde ich sagen. Also verführerisch, oder? Guck mal so verführerisch. Das ist so lange her, ich weiß es nicht. Oder du könntest dir auch denken, hä? Ist ein Hö-Gesicht, oder? Stimmt. Hä? Ja, stimmt. Oder wie so ein Hund, wenn er nicht weiß, was es ist. Fotografiert gerade. Hallo. Ne? Ja. Und dann fängst du an mit dem Spann zu wedeln. Ne? So, ein Foto noch und dann machen wir aber bitte Schluss. War das eine Ardo-Gardine? Das würde mich jetzt. Hatte die eine Goldkante? Das kann ich dir leider nicht sagen. Ne? Und guck mal, das ist so richtig verrucht auch. Saubillige. Ja, da war ein bisschen Photoshop auch dran. Aber von den Augen erinnert mich das irgendwas an... Herr der Ringe oder so? War da nicht ja, Frodo? Das ist der mit den Glubschaugen. Ja, genau, stimmt. Nicht ein bisschen naja, so, ja. Mario bleibt gerne bis zum Frühstück. Es ist tatsächlich 18 Jahre alt. Ja, ist 18 Jahre alt. Die Ausgabe August 2003, meine Liebe. Da war ich 23 irgendwas. Süß auch. Aber ich meine, ich... Auch schön. Auch süß. Wie würde jetzt so eine Schauspielerin sagen, die sich zum ersten Mal für einen Playboy ausgezogen hat, das sind ästhetische Fotos. Genau. Und da kann ich mir im Alter noch angucken und sagen, Mensch, da kann ich stolz drauf sein. Wenn die Titten in die Schuhe hängen, warst du früher trotzdem. Genau. Und bei mir ist es halt jetzt der Pimmel, der in die Schuhe hängt. Oh, ist das wieder schlüpfrig jetzt. Oder der Hoden, der aus der Strumpfhose hängt, nicht? Oder, genau, stimmt. Die hängen im Alter. Ist das bei dir eigentlich so, dass der Hoden immer länger wird? Der Hoden wird länger. Ja. Beide oder nur einer? Die Haare fallen aus, kommen aus den Ohren wieder raus, ja. Der Hoden hängt. So. Eine was kann oder man beide? Da eigentlich machen? Gute Frage. Es gibt doch so ein Sacklifting auch. Das weiß ich nicht. Man kann sich hat den Sack... Gemacht? Ja, ständig. Perzenbleaching? Ständig. Ne? Nee, erzähl mal Sacklifting. Der Sack wird geliftet. Ja. Der wird wieder also in den Ursprung zurückoperiert. Also da wird dann so eine Scheibe rausgeschnitten und dann wieder ran oder was? Ich weiß nicht, vielleicht wie beim Bauch, dass man es da irgendwie aufschneidet und dann zurück so reinzieht. Bauchlappen, keine Ahnung. Ja, weiß man nicht genau. Habe ich noch nie von gehört. Man kann sich jetzt aber, habe ich neulich, ich arbeite bei der Siegessäule, dem Stadtmagazin, und da gibt es immer Anzeigen zur Penisverdickung. Man kann sich jetzt den Penis auch verdicken lassen mit Hyaluron, habe ich gelesen. Aber sollte man den nicht verlängern? Der aber vielleicht haben ja manche auch lange Penisse, aber sehr dünn. Ich stelle mir gerade einen kleinen Penis vor, der denn dick ist. Was? Ich stelle mir gerade einen kleinen Penis vor, der denn dick ist. Also der Kugel, ja. Der dicker ist, als der lang ist. Ja, das gibt's bestimmt auch. Meine Güte, also die Spiel. Aber verlängern geht das? Das geht auch, ne, Weinhaus? Ja. Ich bin da eigentlich Medizinerin. Ja. Man kann tatsächlich, es gibt so ein Band, glaube ich, das... haltend fungiert, wenn man das trennt, dann kommt praktisch der Schwellkörper ein bisschen weiter aus der Bauchhöhle oder also was. Also man schneidet den auf? Nee, das wird unten am Damm. Und dann, glaube ich, so außenrum, dann wird das Band durchtrennen, dann kommt der weiter raus. Oder tatsächlich auch durch regelmäßiges, kräftiges Dehnen wird Zellwachstum angeregt. Aber dann gibt es wohl auch den Gedankengang oder Studien darüber, dass die Zellen, die neu gebildet werden, dann entarten könnten. Und dann hast du halt dann Peniskrebs. Und dann...
muss er wahrscheinlich dann ganz ab. Ja, aber regelmäßiges Dehnen mit so einer Penispumpe dann, oder was? Nee, es gibt so tatsächlich so Stretch-Apparate oder bei, ich glaube, bei den Japanern ist es so eine Art Sportart. Die hängen so Gewichte ran und stehen dann da so. Das ist mehr ein Fetisch, oder? Als jetzt medizinisch. Ich wollte gerade sagen, das macht doch jeder dritte Schwule hier in Schöneberg. Ja, die, vielleicht sind die auch alle aus Japan, weiß man ja nicht. Aber das ja dann an Sack ran, dann wird er richtig lang. Ach, am Sack ist es, stimmt. Die Code? Gewichte kommen an den Sack. Deswegen lässt bei dir das Gewebe nach. Deswegen sind meine Hoden so lang. Ja, aber auch beide. Du hast nicht gearbeitet. Man sieht es ja jetzt auch, aber ich habe jetzt Gewichte dran gerade. Deshalb bist du auch so klein. Nein, das sieht nicht ganz so schwer gerade. Ja, komm gar nicht nach oben. Ja, komm gar nicht nach oben. Du läufst auf deiner Haut so und es schleift dich hinterher. Ja, ja. Ach so. Nee, der Hoden ist ja hochinteressant. Aber wenn ich jetzt Gewichte an Penis mache, wird er dann auch länger. Wenn du das Biologie ist so fantastisch. Das ist eine Wissenschaft für sich. Ja, ist eine Wissenschaft. Aber dann sind wir wieder beim Spaghetti-Pimmel. Da brauchst du Hyaluron drin, damit es wieder Form schön aussieht, damit es wieder ein bisschen dicker ist. Sonst kommst du auch nicht mal an G-Punkt ran. So, Sommer-Lifestyle und Urlaubsfeeling. Aber da war doch jetzt gerade für jeden was dabei. Da war für jeden was dabei. Wir wollen ja auch alle abholen. Ja? Ja. Wir wollen das alle erreichen. Ja? Ist für dich Sommer... Kommt wieder eine vorgefertigte Frage, die wahnsinnig langweilig ist. Sag mal, wie ist denn das für dich Sommerurlaub? Hast du schon was geplant? Boah, danke, dass du mich das fragst. Das ist eine fantastische Frage. Ja, weil... Ja, Griechenland. Griechenland, ja. Punkt. Mykonos? Kreta. Naja, komm. Was? Ja, die Schwuleninsel, da gehen doch immer alle auf Mykonos und gehen in den Jackie O-Club bumsen und feiern. Ach, da gibt's einen Jackie O-Club. Wo jetzt? Auf Mykonos. Auf Mykonos. Hast du noch nie gehört, Mykonos, oder? Das tut sie nicht. Hast du schon gehört? Ja. Ja? Gut, wahnsinnig langweilige Antwort. Ja. War ja auch eine scheiß Frage. Ja, also ich meine, Sommerurlaub, was soll ich denn jetzt sagen? Naja, ich wollte so Saint-Tropez, ich bin immer in Saint-Tropez, 4 Monate. Und dann schleift dann auch der Hoden wieder Mosche durch den Sand, wenn der an der Brandung entlangläuft. Ja, aber am Strand ist ja nicht so schlimm. Ja. Da bist du, so. Bist du, machst du FKK? Nee. Nee? Warum? Weil der Hoden so tief ist. Nee, weil die Leute... Das tut ja weh. Schleift ja den ganzen Tag. Weil die dann immer lachen wegen meinen Gewichten. Ja. Nee, ich finde, ich habe so mehrmals Sachen im FKK gesehen im Fernsehen. Ich finde die Leute immer so hässlich. Also FKK heißt für mich immer, unförmige, hässliche Menschen ziehen sich nackend aus. Es ist nicht schön, oder? Ist so wie Swingerclub. Wie bleiben wir jetzt politisch korrekt, Weinhaus? Wir reden über Nagellack. Gut, gute Idee. Kurt, hör mal. Lass uns über Nagellack sprechen. Du hast ja manchmal auch so Verdünnungsmittel gemischt mit Billigpigmenten auf so Hautzusatzprodukten. Ich habe die teuerste. Habe ich den jetzt überhaupt mitgenommen? Ja, habe ich. Hier. Hier von Shelly. Nee, Burberry Nagellack aus dem KDW, ne? Ja, ich habe. Was willst du nicht sagen? Hab ich schon, ja, ich habe schon vorgegriffen. 20 Öcken habe ich. Ja. Hast du das Idee? Ich habe den schon seit 5 Jahren. Ist der noch nicht eingetrocknet? Das ist echt ein gutes Produkt. Nee. Ich stelle ihn in den Kühlschrank. Und du gehst aber dann... Jetzt hallo, ich stelle den Kühlschrank. Ja, super. So wie Poppers. Weil der sonst Fäden zieht. Das ist ja Fäden sonst. Soll ich dir was sagen? Lipgloss sollte man so viel auftragen, bis er Fäden zieht. Willst du mal probieren? Ja. Ja, gut. Können wir jetzt mal einen Grillenzirpen haben, bitte? Weil er bräuchte jetzt einen Spiegel, ja, wa? Wie trage ich denn das auf? Mit dem Finger. Ja, Applikator-Lippe. Und dann einschmieren. Ja, guck mal, wie die Lippe gleich zur Geltung kommt. Ja, oh, geil. Weißt du, an was mich das erinnert? An Klaus-Jürgen Wussow in der Schwarzwaldklinik. Der hat gerne Lipgloss getragen. Ja. Der hat richtig krass Schminke gehabt, der war immer orange. Und immer Lipgloss. Und, ich weiß nicht, habt ihr Schwarzwaldklinik geguckt? Ja, ja, natürlich. Es ging ja nur ums Ficken. Der hat ja nicht einmal operiert. Ach, hat der immer gefickt? Der stand gefickt? Immer, der, na, nicht gefickt, aber es ging, er war immer kurz davor. Petting. Er hat ja immer ein Säckkelchen in der Hand gehabt und dann kam immer irgendwo in der Hose. Ja, ich wollte mich nochmal bedanken für die Herz-OP für meinen Mann und ich würde sie als Dankeschön gerne 5 Tage auf die Malediven einladen. Er denn mit einem Säckkelch? Ich kann dich, ich bin verheiratet. Ach, das er hat ist nie, ein toller er hat, Mann. Er hat, toller ja, Mann. War ein toller Mann. Ja. War ein toller Mann. Bin ich jetzt fertig? Ja, das reicht mir auch jetzt schon wieder. Sieht schon Fäden? Das muss man viel mehr machen. Ist die echt Fäden? Du hast auch Lipgloss. Ich hasse es, dieses Gesapsche und dann hängt Haare drin und dann sieht es aus. Kann die Kamera das einfangen? Sieht aus wie ein Karpfen. Kann die Kamera, ja, oh, ist ja wirklich widerlich. Das ist bei mir nicht so. War ein bisschen Fülle jetzt. Hast du Tollwut? Aber schmeckt geil. So, jetzt Weinhaus. Ja.
Stichwort Nägel. Frag mich doch mal, genau. Den Nagellack. Also, du trägst ja seit geraumer Zeit bald hier, bald dort mal so einen bunten Nagel. Mehrere. Warum? Ich bin aufgetreten mit Moritz Neumeier. Das ist ein Kabarettist aus Norddeutschland. Und der hatte bei seinem Auftritt alle Fingernägel angemalt. Und dann habe ich in der Garderobe gefragt, komm, wir machen Partnerlook, weil ich habe den anmoderiert. Und habe dann auch Nagellack drauf gehabt. Und am nächsten Tag, ich habe den nicht abgemacht. Ich habe den einfach drauf gelassen. Weil es so schön war. Weil es geil war irgendwie, weil ich dachte, der ist jetzt, das war so grayish. Richtig geil. Grayish. Passte, ich hatte so einen grünen Parker an, das passte richtig geil. Und dann habe ich halt gesehen, wie die Leute mich immer so komisch angeguckt haben. Weißt du, so von wegen, oh, das ist doch ein Mann. Also das kennen wir ja gar nicht, dass sie uns komisch angucken. Ne? Es ist ein Mann, der darf doch keinen Nagellack tragen. Und dann dachte ich, seid ihr bescheuert oder was? Weil es war wirklich so beim Bezahlen, weißt du, wenn ich so Boulevards gekauft habe. Einen Zehner so hingegeben und dann haben die Leute auf die Nagellack raufgeguckt und waren also entweder erfreut, so, ich war in der S-Bahn auch, da hat mich so eine Frau angeguckt, guckte mir auf die Nägel und schrieb dann über Insta, was ist denn das für eine Marke? Also entweder Freude. Hat dir auf dein Insta-Profil das geschrieben? Ja, wenn ich jetzt so, weißt du, wenn ich da meine Marti getrunken habe in der S-Bahn. Und auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass also Leute freuen sich darüber und sind aber auch verschreckt. Wo ich dachte, das ist ein bisschen albern. Und also seitdem male ich mir meinen Daumen mal an und denke so, also wenn man jetzt bei mir, der sich jetzt hier einen Quadratzentimeter Nagel anmalt, noch blöde guckt, dann ist das, glaube ich, mit der Offenheit noch nicht so richtig zu Ende gedacht. Gab es, abgesehen von blöde gucken, so richtig heterosexistischen Backlash, so Beschimpfungen oder kacke Kommentare? Das nicht, aber schon so ein Blick irgendwie so von wegen, ist scheiße. Scheißtunte. Sowas, ja. Sowas. Also tatsächlich. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ihr jetzt auf die Straße geht irgendwie und ihr seid so angezogen wie jetzt in kompletter Montur, dass die Leute dann, was passiert dann? Die sagen ja nicht alle, er ist geil, sondern gibt ja auch Stress, oder? Also tatsächlich muss ich sagen, mittlerweile, ich habe das Gefühl, das interessiert keine Sau. In erster Meistens, Linie. Ja. Ja. Also wirklich. In Berlin jetzt? Ja, ich meine, wir leben ja auch wirklich in einer Blase. Also in einer queeren Blase. Also gerade ich in Schöneberg. Also, ja, okay. Ne? Aber was ist jetzt, wenn du jetzt, du lebst jetzt, sagen wir mal, auf dem Dorf? So. Ja, das ist natürlich was ganz. Ich lebe zum Glück nicht auf dem Dorf, aber da wäre das, glaube ich, überhaupt gar nicht möglich. Ich glaube, da würden wir dann mit der Mistgabel gevierteilt oder so. Wir wollen jetzt auch nicht, das wissen wir ja nicht, weil wir da nicht wohnen. Aber ich bekomme tatsächlich ganz viele Instagram-Nachrichten von Menschen, die in Kleinstädten oder Dörfern wohnen. Ja. Und die halt immer berichten, dass es halt eigentlich unerträglich ist und Coming-out nicht möglich ist. Ich würde mal sagen, Köln, Berlin, Hamburg, große Städte, Frankfurt. Kastrop-Rauxel. Auch. Da ist schon Ende, oder? Nee, da ist auch noch richtig was los, so. Aber dann können wir ja nicht davon sprechen, dass das Thema durch ist, dass man sich jetzt als Mann, als Frau verkleiden kann oder das so auslebt und sagt, sind soweit. Also ich merke das an, wie gesagt, das ist nur ein Daumennagel, den ich mir anmale und merke da schon irgendwie, dass die Leute halt gucken. Und dann denke ich mache mir jetzt so lange Nagellack auf diesen Daumen, bis das Thema durch ist. Also das Ding ist halt, es gibt jetzt die Ehe für alle, aber ich habe unlängst irgendwie den Anfang von der Studie gelesen. Ich glaube, es sind immer noch 69% oder 72% der deutschen BürgerInnen, die es in der Öffentlichkeit nicht sehen wollen, wenn sich zwei Männer zum Beispiel küssen. Mhm. Sehr viele Prozent, was halt traurig ist. Ich meine, ich will auch nicht immer sehen, wenn sich Heten küssen. Die machen es trotzdem. Aber was ich daran interessant finde, liebe Weinhaus, ist ja, dass wenn sich zwei Frauen küssen, das viel öfter gesehen, also viel öfter gezeigt wird auch und auch nicht als eklig wahrgenommen wird. Und bei Männern wird es als eklig wahrgenommen. Und das finde ich merkwürdig, ne? Das ist halt die Dummheit der Rasse Mensch einfach. Ja, also. Die Dummheit der Rasse Mensch, so können wir es zusammen. So, ach, warte mal. Ja, mich macht das denn wütend und mich macht das auch traurig. Also ich bin ja da empathisch und denke, ich finde das scheiße. Das ging mir, oder ich weiß nicht, ich glaube uns, wenn ich für uns sprechen darf, früher auch immer so. Also manchmal, wenn wir im Fummel unterwegs waren am helllichten Tag und wir waren bester Laune und es gab einen dummen Blick oder ein blödes Kommentar, so dann war der ganze Tag gelaufen, wie oft ich dann nach dem Drehen geheult habe und so. Mhm. Weil mittlerweile habe ich, weiß nicht, so einen Schritt Weisheit mir erarbeitet, dass ich mir dann denke, eigentlich ist es ziemlich geil, dass ich erstens die Titten in der Bluse habe, um so auf die Straße zu gehen. Und den Arsch in der Hose. Und dass der andere Typ, der wird sich sein Leben lang über Personen wie uns ärgern, obwohl wir ihm nichts getan haben. Und irgendwann kriegt er davon Magenkrebs und verreckt daran, weil er scheiße in der Birne ist. Und davon habe ich mir dann irgendwie so praktisch diesen Unmut und der Hass auf den Hass, der war dann so weg. Und es war so eine Erleichterung. Und damit wurde alles so, ja, nicht easy, aber die Umwelt wurde leichter verdaulich, weil ich gemerkt habe, wirklich, der Fehler liegt nicht bei mir, sondern bei der Gesellschaft. Mhm. Ja, ich finde das stark, also Respekt davor, weil, wie gesagt, ich habe ein bisschen Nagellack auf dem Daumen, aber das finde ich geil.
Ich merke das aber bei den jungen Nachwachsenden, die jetzt so Anfang 20 sind. So, ich sag mal so, diese neue Generation von viel besser sozialisierten Menschen, die halt mit Queer was anfangen können, die auch, die sind viel offener. Also wenn ich mit solchen Leuten spreche, die thematisieren solche Dinge schon gar nicht mehr. Also da sehe ich, es gibt Fortschritt in der Gesellschaft. Und das heißt, ja? Die Alten müssen quasi erst sterben, dass das Thema dann durch ist? Oder kriegen wir die noch mal irgendwie... Nee, also das ist ja wie mit Rassismus eigentlich, dass so Flüchtlinge dürfen nicht nach Deutschland kommen, weil, Punkt, Punkt, Punkt und so. Da müssen auch die Jungen einfach nochmal nachwachsen und die wachsen ist das ja denn Dummheit schon, ne? Oder so? Bei Ausländerfeindlichkeit denke ich auch immer, ist doch irgendwie denn anscheinend nicht richtig aufgeklärt oder so. Also ich glaube, es ist ein großes gesellschaftliches Problem, weil ich habe das aus Recherchezwecken schon oft durchgewurstet so. Und ich habe halt immer das gute Beispiel so, dass Leute, die so einen Hass oder so eine Ablehnung queeren Menschen gegenüber, und ich habe halt immer das Transenbeispiel, dass das oft aus Unwissenheit heraus passiert. Das perfekte Beispiel, wir wurden dann letztens am Potsdamer Platz am helllichten Tag auch angepöbelt. Der hat mich beschimpft und ich habe ihn gefragt, warum bist du so? Mhm. Und er konnte es nicht erklären. Sein Argument war immer, ja, ich bin so. Und, weil du anders bist, und, hat er sich aufgeregt. Ja, genau. Und die wissen nicht, warum sie anderes Leben hassen. Die können es nicht erklären. Das wird ihnen von klein auf so eingezwiebelt und dann hängt es drin. Und wenn die sonst wenig oder gar keine Schnittfläche mit dem anderen haben, dann wird sich das auch nie ändern. Und deswegen bin ich der Ansicht, dass solche Sachen wie nicht nur queeres Leben, sondern einfach allgemeines Annehmen und Selbstliebe in den Unterricht in der Schule gehören. Ja. So, das ist nicht immer so Fettshaming oder du bist zu dürr, mit dir will ich nicht schlafen. Dass solche Themen in der Schule behandelt werden müssen, schon von klein auf, dass Kinder mit Liebe und Zuneigung und Aufrichtigkeit erzogen werden und dass denen nicht so eine Scheiße eingeprügelt wird, dass die so enden. Mhm. So, und dann können sie mir den Satz des Pythagoras 15 Mal irgendwie auf die Titten tätowieren. Was bringt mir das im sozialen Leben? Nix. Du hast ja, Kurt, du hast ja deine Show. Wie würdest du dein Publikum, es gibt da bestimmt Zielgruppenanalysen, wer dich so am meisten guckt. Gibt's das so? Weißt du, wer deine Fanbase ist? Also so Analysen machen wir nicht. Ich sehe das gut bei meiner Insta-Seite, dass ich das Alter kenne und so. Ich habe ja gestern noch, bevor ich zu euch gekommen bin, habe ich ja ein bisschen Werbung gemacht, habe gesagt, lass mal ein bisschen Regenbogen hier und so. Und habe dann gesehen, dass die Zustimmung dazu 100% geil war. So, das hat mich sehr gewundert. Mich nicht. Also du hast anscheinend wirklich tolle Fans. Nee, weil ich schon 3 Jahre jetzt zum Beispiel auch gegen die AfD gestänkert habe. So, ja, weißt du? Ja. Also mich da angelegt habe und Morddrohungen bekommen habe, geschimpft worden bin, mir wurden Schläge angedroht und so. Und ich glaube, dass wenn ich jetzt gegen die AfD bin, bin ich sicherlich jetzt nicht gegen Homosexuelle. Also, könnte durchaus möglich sein, so, dass ich sage, also nee, das geht jetzt nicht. AfD ist scheiße und ihr auch. So. Aber du hast gesagt, du wurdest angefeindet, und es gab Morddrohungen, das war aber nur Social Media oder hast du auch so Briefe bekommen oder irgendwie hat alles auf der Straße jemand auch alles so Nachrichten wie, also wenn es denn so um, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Flüchtlinge sind herzlich willkommen oder ich finde toll, dass sie herkommen, wenn die aus einem Kriegsgebiet kommen irgendwie, ich würde das ja auch machen, ich bin auch Vater von Kindern irgendwie, ich würde auch, wenn hier Bomben fallen, sofort mich verpissen in ein anderes Land und würde da Schutz suchen. Ja, und als ich mich da stark gemacht habe, da kamen dann so Sprüche wie, ich wünsche dir, dass Flüchtlinge deine Familie vergewaltigen und dich dann zum Schluss, oder dass sie dich kaputt ficken oder irgendwie so eine Scheiße halt. Also das gibt's doch, oder... Und wer das mitkriegt, weiß ich nicht. Also da, das wusste ich denn schon, dass meine Fans dann jetzt nicht sagen, nee, du darfst jetzt nicht machen, du darfst jetzt da nicht hingehen. Und wenn die das gesagt hätten, also wenn es Leute gegeben hätte, hätte ich die blockiert. Ich habe ja gesehen, du antwortest auf viele Kommentare selbst. Ja. Was heißt selbst? Also du halt. Weil ganz viele antworten ja eigentlich gar nicht auf Kommentare. Und es hat mich überrascht, dass du dich dafür die Zeit nimmst, weil du hast irgendwie 300 irgendwas 1000 Follower oder so. Ja, so die ersten 20 nehme ich dann mit. Also gestern waren zum Beispiel ganz viele, ich habe ja dann so gefragt, haben wir hier Schwule auf der Seite, haben wir Lesben? Also es haben sich ganz viele Leute gemeldet und haben gesagt, ja, hi, ich bin bi, hi, ich bin schwul, hi, ich bin pansexuell. Und denen habe ich dann halt geantwortet, dass ich gesagt habe, ja, wunderbar. Viele haben auch gesagt, die sind so aufgeschlossen, dass sie sagen, so wie ich das auch sehe, wenn ich mich jetzt mit euch privat treffen würde,
dann würden wir nicht darüber reden, oh, du bist jetzt schwul, wie ist denn das? Wahrscheinlich eher nicht, nein. So, wir würden uns über diese Diskriminierungsgeschichten sicherlich unterhalten, dass ich dich frage, wie ist denn das? Ne? Aber ansonsten bin ich ja aufgeschlossen und auf meiner Seite, glaube ich, sind da auch ganz viele Leute, die sagen, ey, komm, nächste Frage, ist doch klar, Thema ist durch. Dann mach doch mal eine Sendung, wo du auch irgendjemanden einlädst. Habe ich vor, jetzt und für den Herbst. Vielleicht so irgendeinen schwulen hassenden Menschen, einen queer hassenden Menschen. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt einen queer hassenden Menschen nehmen soll oder vielleicht nicht irgendwie einen schwulen, eine lesbische Aktivistin so politisch. Oder so rum natürlich. Deswegen habe ich dich ja angeschrieben, dass ich gesagt habe, also klar kenne ich Schwule und ich kenne Lesben oder so, aber ich bin nicht richtig geupdatet, glaube ich. Das ist auch bei Heteros dann, glaube ich, so, man weiß, es gibt schwul, es gibt lesbisch irgendwie, aber pansexuell weiß ich jetzt so seit einem halben Jahr von ungefähr. Ne? Und die Leute dahingehend aufzuklären, da hätte ich Bock drauf. Macht es. Also das Thema halt zu öffnen und zu sagen, komm, so sieht das aus. Du hast ja zum Glück zwei Fachfrauen gerade am Tisch sitzen. Wir haben im Herbst auch Zeit. Ja, genau. Aber kann aber nur eine nehmen. Naja, ich bin ja... Hi. Okay. Als wir uns tatsächlich dann Ein Spaß. Als wir angefangen haben, uns dann über Thematiken und so zu unterhalten... Selbst wenn sie Trommel spielt, ist es schlüpfrig. Ich trommel mich gerade durch meine Trauer. Lass du kannst im Moment jetzt auch einfach mal lassen. Trauertrommeln, auch geil. Lass mal Trauertrommeln. Komm raus hier, pronto. Du hast tatsächlich geschrieben, dass du nichts über Transen weißt. Dann habe ich so gedacht, du bist ja... Ja doch, ich weiß das. Ich bin ja lange Zeit hier mit Alice Habel und so aufgetreten und habe Filmchen gedreht. Es wird sich wieder schlüpfrig an Filmchen drehen. Ja, wir haben Filmchen gedreht. Ja. Die waren manchmal auch schlüpfrig. Ja. Ein bisschen schlüpfrig, ja. Ja, ja. Das ist ja auch so eine Schlampe. Aber meine Lieblingsschlampe von allen. Deine Lieblingsschlampe. Meine Lieblingsschlampe. Nee, aber tatsächlich, weil du hast, also wir hatten ja gerade so dieses Thema, dass ganz oft so Heterosexismus aus Unwissenheit und so raus resultiert. Und als wir uns unterhalten haben, hast du gemeint, dass du halt gar nicht so diesen Einblick in Anführungsstrichen in uns, ach stimmt, wir müssen an Nägel. Ich habe übrigens für dich extra den gewünschten Glitzer mitgebracht. Ja, dann mach ich hier und du. Und dann habe ich mich dann so gefragt, zum Beispiel, also dann wärst du ja in Anführungsstrichen auch so ein Kandidat. Warum hast du dich nicht von allein bereits im Voraus gebildet und dir gedacht, jetzt lese ich mal ein schwules Buch oder ich gucke mir mal einen lesbischen Film an? Ja. Warum war da bei dir nie der Drang oder die Präsenz da, das jetzt erleben zu wollen? Ich glaube, dass das immer so war, dass ich dann so eingebildet war, dass ich dachte, ich bin komplett aufgeklärt, was das angeht. Kurz mal dein Däumchen bitte, ja, danke. Boah, das geht ja schnell. Ja, ja, ich bin Profi. Da brauche ich ja Stunden für. Nee, das ist genau das Ding, wo ich jetzt sage, ich würde das gerne bei Shea Krömer besprechen, weil ich halt mich da nicht in... Das geht ja schnell, da brauche ich ja einen halben Tag für. Ich bin der Nagelfachkräfte. Und wie das riecht, oder? Das ist geil. Das ist das Beste. Ja, das ist das Beste. Bist du eine Schnüfflerin auch ein bisschen, ne? Hoppas. Darf ich auch mal? Nee, aber habe ich die Frage jetzt dahingehend beantwortet? Ja. Bitte hier drauf lassen, danke. Genau, unter der Höhensonne trocknet es ja. Tut mir leid, dass ich das immer so mit Rassismus, weil das was ganz anderes vergleichen muss. Aber auch da bin ich so drauf, dass ich sage, ich habe nichts gegen Ausländer. Aber ich bin, glaube ich, nicht komplett aufgeklärt, weil wir manchmal ab und zu einfach auch unbewusst latent noch rassistisch sind. Auf jeden Fall. Weißt du, wo uns Dinger rausplatzen, wo man dann denkt, okay, wusste ich vorher nicht. Danke, dass völlig du sagst. Ja, ich denke, völlig. Also, weißt du, wir kennen die Basics. Wir kennen die Basics. Ja. Das wissen wir so. Wir wissen, dass wir das N-Wort nicht sagen und so. Und aber ich meine, es gibt viele ist ja Sachen, wo auch ich als Nicht-Ausländer-Feind irgendwie denke, okay, das ist genauso das Ding wie mit den Transen, dass man da sagt, okay. Lass mal ein Buch lesen. Es gibt ja zum Beispiel, ganz kurz, liebe Weinhaus, was mir neulich klar geworden ist, da sprach ich mit jemandem und der sagte dann zu mir so, dann sprach über Ausländer und dann meinte ich so, naja, aber wenn halt jetzt ein Franzose zu dir den und den Satz sagt, also, dann sagt er, nee, das ist ja kein Ausländer. Also, wie ist kein Ausländer? Mhm. Aber dass Ausländer ja auch unterschiedlich betitelt werden. Also europäische Ausländer sind keine Ausländer, sondern halt nur die aus der Türkei kommen. Aus, ne, so, oder Muslime im Allgemeinen wird da gerne als so das böse Ausländische. Ja, aber guck dir mal das praktisch Hassgefälle Franzosen, Polen. Ja gut, da gibt es ja nochmal interne Querelen. Aber ich meine jetzt die Deutschen mit dem Verhältnis zu Menschen aus Nicht-Deutschland. Da ja, würde zum Beispiel das Gekäse zum Beispiel von Deutschen gegen Franzosen ist weniger als gegen Ungarn oder Polen oder Schweizer. Ja. Also jedenfalls von daher, ich glaube, es gibt ganz, ganz viel latenten Rassismus in jedem Menschen. Ja. Und den auszumerzen, dauert, glaube ich, noch ein paar Generationen, wenn es überhaupt klappt. Ich glaube, sowas
Aber habt ihr heute das Gefühl, dass wir jetzt, also dass die Gesellschaft mehr darüber redet gerade? Ja, das ist definitiv. Dass es offener ist, ne? Ja. Dass es gerade so eine Zeit ist, wo ich das Gefühl habe, ey, geil. Im positiven Sinne platzen jetzt so langsam die Bomben. Jetzt geht es so hoch. Jeder spricht irgendwie über alles und das finde ich eigentlich ganz geil. Und man sieht es ja auch an dem Wahlslogan dieser Partei, deren Namen ich nicht nennen möchte. Deutschland aber normal ist ja der Wahlclaim. Und das ist ja eigentlich die Nazi-Bratzen. Die Nazi-Bratzen, genau. Und das ist ja eigentlich die Reaktion darauf, dass in Deutschland jetzt schon mittlerweile viel zu bunt geworden ist. Und, ne? Also da sieht man es ja schon genau dran. Gut, Übrigens, falls Sie es bemerkt haben, wir waren gerade beim Nägellackieren in der Rubrik Kochen und Lifestyle und den Einspieler hätte ich jetzt gern trotzdem noch. Komm. Haben wir den Einspieler vergessen? Ja. Ihr vergesst alles. Oh Scheiße, ich hab meine Schürze vergessen. Oh, Beinhaus. Alter, Mann. Wir müssen nochmal von vorne anfangen, Sven. Das geht jetzt so nicht. Ja. Du hättest uns daran erinnern können, Sven. Für was bist du eigentlich bezahlt? Ruf Uwe an, tut mir leid. Wir haben schon 4 Minuten vor Schluss. Ja. Das ist, lasst uns bitte in die KommentarInnen gucken, ganz kurz. Ich habe noch eine Frage. Ja, die letzte. Sehr gerne. Uwe geht nicht ran, anscheinend beschäftigt. Der ist schon ohnmächtig geworden. Der hat sich Filmchen angeguckt. kurzum, das wirklich erlustre. Trottel. Wie lange dauert das denn? Guck, ja, lang. Ich hab den jetzt völlig verschmiert. Ach mein Gott. Die hat auch so viel drauf. Nur um mal ganz kurz. Aber sag mal, eine Sache noch. Wenn ich mich jetzt informieren möchte über Transen, über Schwule, was wäre denn jetzt das Buch? Also es gibt zum Beispiel von der Bundesregierung gibt es ein Portal, das heißt das Regenbogenportal. Das aber ist das gut, wenn das die Bundesregierung mir erklärt? Ich war neulich drauf tatsächlich und ich finde es für Menschen, die wenig Ahnung davon haben, sich aber bilden möchten, finde ich das recht gut gemacht. Und das ist speziell letztendlich für Eltern und Lehrer, die halt Kinder um sich haben, wo sie nicht genau wissen, wo geht's mit dem Kind jetzt hin. Und das fand ich eigentlich ganz schön, das ist ganz gut. Im Berliner Lehrplan ist queere Geschichte mittlerweile auch Pflicht und da gibt's ein tolles Schulbuch, das habe ich mir gekauft, weil da knapp, aber trotzdem so als Grundwissen queere Geschichte dargelegt wird. Das ist wirklich empfehlenswert und an sich so ein richtig... Wie heißt das? Ich guck sowas nach und schicke dir die ISBN-Nummer. Und falls Sie interessiert sind, ja, und dann schreibe ich Ihnen die ISBN-Nummer gerne in die Shownotes. Ja, lass doch ein paar Kommis auch da. Oh, ich hasse das, wenn Leute das sagen. Aber lass mal ein Like da. Oder schreib mir was in die Kommis. In die Kommis. Auf jeden Fall guckt ihr einfach mal ein bisschen was über Magnus Hirschfeld an, weil der nämlich in den 1910er und 20er Jahren bereits große Vorarbeit geleistet. Und was der praktisch alles geleistet hat, wurde von den Nazis wieder ausgelöscht. Deswegen hängen wir tatsächlich hinterher. Ungeachtet dessen würde ich gerne noch von dir wissen, was du dir jetzt nach Conora so von der Kulturszene wünscht. Nicht unbedingt bezogen auf queeres Leben oder queere Sichtbarkeit, sondern im Allgemeinen. Du, ganz einfach, dass das einfach wieder losgeht. So, ich habe jetzt schon ein paar Auftritte gehabt, die echt ein bisschen gruselig waren, weil man, also ich selber bin verstört, das Publikum ist noch verstört, die sind ganz verhalten, ganz demütig. Und dass es da endlich wieder knallt. Also, dass es möglich ist, dass alle wieder dicht beieinander sitzen können. Und schwitzen zusammen. Ja, gut, schwitzen. Das hoffen wir alle. Das Thema ist ausgelutscht. Ich bin wirklich leid, darüber zu sprechen, immer wie es mal werden könnte. Wir gucken mal. Bist du schon geimpft? Ich habe eine Impfung, ja. Welches denn? Das zeigt nicht. Das Schlimme bestimmt, wo du dann... Oder das Gute. Das ist halt in Werbung so. Dann ist so. Ach so. Wir gucken mal. Ich das auch haben, ja gut, Grünheit. Also BioNTech wahrscheinlich dann, ne? Ja. Dann gucken wir doch mal in die Kommentarinnen endlich, oder? Gerade so gemütlich. Wie wäre eine spontane XL-PNS heute? Wir lieben doch alle XL. Was? PNS? So Sackfalten lesen mit Kurti. Auch so eine schöne Idee. Mach mal. Auch süß. Aber guck mal, Casual Bitch, ich habe ja aus der Seele gesprochen, das freut mich natürlich was sehr. Was ist denn Sackfalten lesen? Sag doch die Zukunft voraus durch Sackfalten. Hast du eine Wahrsagerin, die dir kommt? Ja, eine Wahrsagerin. Das haben wir hier mal live gemacht auf der Bühne. Gibt es auch im Sack so eine Lebenslinie? Ja. Natürlich. Die ist bei dir sehr lang, das heißt, du wirst 130, weil ich bestimmt 130 Jahre alt, genau. Bevor ich es bitte vergesse, ganz wichtig, ich habe eine Bitte an dich, und zwar eine Kollegin von mir. Kannst du mir den Nagel noch beide da ein bisschen... Sehr ungern. Es wird nie mehr trocken, mach erst mal ab, komm hier. Eine Kollegin von mir möchte gerne, dass du ihren Freund grüßt. Ja. Und ihr Freund heißt Bernadette. Bernadette? Ja. Und jetzt sagst du bitte in deine Kamera irgendwelche Grüße an Bernadette. Das sehe ich ja jetzt erst, dass ich eine eigene Kamera habe. Bernadette, ich soll dich schön grüßen. Von mir selber. Ja, von dir selber. Ach so. Bernadette, ich grüße dich. Weil die ist großer Fan von dir. Ja. Und, ja. Lass mich doch mal jetzt. Ja, ist ja gut, meine Güte. Liebe Bernadette, ich grüße dich. Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Dann kannst du jetzt aber für mich auch Wenn noch dir das gefallen hat, schreib mir das doch in die Kommis.
dann kannst du jetzt für mich aber auch noch Disco-Jutta aus Hannover grüßen. Disco-Jutta ist auch geil. Disco-Jutta. Die wollte eigentlich einen signierten Schlüpfer von dir. Bitte? Die wollte eigentlich einen signierten Schlüpfer von dir. Ich habe heute keinen an. Ich auch nicht. Deswegen heute Samstag. Ich habe einen Schlüpfer an. Will die einen von mir vielleicht haben? Aber nee. Das ist ein Krokantstreifen, nee. Wie immer ist. Von daher ist es auch wieder. Brauchen wir jetzt nicht. Ich meinte nochmal den kleinen Nagel. Der ist richtig toll. So, und jetzt sei vorsichtig, trocken. Bitte. Ja. So, wir kommen langsam zum Ende schon. Ach, wir haben noch die letzte schon? Rubrik. Ja. Staus, Staus, Staus und Staus. Gehe ich recht in der Annahme, dass es die erste Rubrik ist, die ihr wirklich anmoderiert habt auch? Ja. Die anderen habt ihr ja vergessen, ne? Kann man so sagen. Schön. Seid ihr auch wirklich richtig armselig, toll, oder? Also vorbereitet ja, sind das einfach. Ist wirklich schlimm. Schön, dass ihr so viele Rubriken habt, denn die letzte könnt ihr dann immer anmoderieren. Ja, ja. Dann sind wir auch endlich wieder auf dem richtigen Stand. Professionelles Arbeiten. Ja. Das ist der schönste Tag in meinem Leben. Habe ich das heute schon gesagt? Nee, aber sag noch mal, komm. Soll ich noch mal grüßen? Nein, danke. So, na, dann bin ich ja mal gespannt, was jetzt kommt. Ich auch, weil ich habe es gerade vergessen. Warte mal kurz. Eine Rückblende in den letzten 11 Ausgaben. Weihnachts, sag ich doch. Genau. Svenny, mach's ab. Wow. Warte mal, oder? Oder? Wild fahren. So, wow. Guck mal hier, das sind unsere GästInnen der letzten 10 Monate oder so. Oder? Ja. Sind es alle? Naja, außer der Unwichtige fehlt, wo wir das Foto nicht hatten. Oh, liegt das jetzt? Wer? Wo ich das Foto verloren habe? Ja, ist egal. Aber der Unwichtige weiß doch jetzt, wer gemeint ist. Ja, du. Ach so, ich? Genau. Ja. Ach, ich bin jetzt der Unwichtige, ja? Der Unwichtige. Jurassica, bezähm dich. Wen kennst du davon? Icke? Na, Bokelberg? Lederer? Und der unten links ist nicht Madonna, nur dass du weißt. Ute Lemper hätte ich beinahe gesagt. Lemper, genau. Ist das nicht? Nee, die, da oben ist bestimmt die Ute, was? Ja. Ute Büsing, ja. Toxic Ute. Die kannte ich vorher noch nicht. Siehst aber die, die sieht aus wie jemand, der sich über euch aufregt. Ja. Und Kann ich von dir auch ein Bild mitnehmen? Ja, gerne. Ich finde, die sieht halt auch aus, als ob die nach Aschenbecher stinkt, habe ich dir ja vorhin gesagt. Ja. Naja. Wie Alexander Gauland, der nach Pisse bestimmt stinkt, weißt du? Halt, ist das hochwert, meine Damen und Herren, nicht schlechter? Also wir gehen kurz. Nils Bokelberg, Klaus Lederer, Nicola Ross. Nicola Ross, das ist Fabian Hacht. Dann die Ude. Ude. Lüdig. Die Mäuse von Lüdig. Mach du weiter. Rachel Intervention aus Stuttgart. Stuttgart, ein kennt Transvestit. Ihr die? Nee, gut. Juani und meine Co-Moderatorin Rashid. Aus deinem Podcast. Genau. Ja. Ach ja, falls du tatsächlich mehr über queeres Leben wissen möchtest, dann mache ich jetzt mal Werbung in eigener Sache. Habe ich schon gesehen, Wochen. Aber da muss ich jetzt Audible kaufen. Das kostet 40 Cent pro Ausgabe, das wisst ihr. Wo also das kann ich mir einzeln kaufen? Nee, du kaufst es im Ganzen für 10 Euro. Da kannst du alle 24 Folgen dann, wenn sie online sind, anhören, bis dir die Ohren okay, bluten. Dann mache ich das. Also, queer einsteigen bei Audible, der Podcast von Rashid Mocha kannst und mir. 10 Euro wir, rein? Ich habe leider kein Bargeld. Wo wir queere Themen durchwursten, um sie für alle leichter verdaulich darzulegen. Als Amuse-Girl sozusagen. Ja, auch Amuse-Bouche, genau. Amuse-Düse. Oder Hors-d'oeuvre. Hors-d'oeuvre. Ja. Weihnachts, ich frage mich jetzt, warum haben wir eigentlich diese Collage? Ich habe bestimmt 10 Minuten an dieser Collage sitzen müssen. Wir haben jetzt eigentlich gar nichts damit gemacht, ne? Nee, wir wollten eigentlich drüber reden. Das die Namen von den Leuten gesagt, das ist total auf der Collage. Das ist eine Rubrik, oder was? Das ist Alter, seid ihr lost. Das ist echt schlimm, oder? Aber jetzt noch eine ganz wichtige Frage, ja, was bitte. Ich mich immer frage zu Hause. Wie testet man jetzt, ist der jetzt trocken oder nicht? Komm, ich weil ich fasse den immer rauf und dann hast du natürlich diese Nein, du das hat eine Hausform Gefühl. Ich lecke immer einen Finger an und gehe wirklich so ganz leicht drüber. Weil falls es nämlich nicht ganz trocken ist, machst du keine Rillen rein, sondern nur eine leichte Delle und die kannst du wieder ausbügeln. Und dann habe ich auch noch einen Tipp, wie der schneller trocknet, liebe Weinhaus. Mit dem Föhn oder mit dem kalten Wasser? Mit dem kalten Wasser. Nach dem Lackieren direkt in kaltes Wasser tunken. Das geht ja nicht ab? Nein, es geht nicht ab und das trocknet dann viel schneller. Seiden, dein Nagellack ist aus Farbkastenfarbe gemacht und wasserlöslich, dann geht er ab. Ja, das ist Lackerfarbe. Das ist Chemie und das ist sehr hochinteressant. Ja, gut, das haben wir jetzt auch geklärt. Ich habe keine Lust mehr, können wir gehen. Bernadette haben wir auch gegrüßt, Ferrero Rocher ist sauer auf uns. Kurt, komm mal, was steht denn bei dir die nächste Zeit noch an? Hast du bestimmt was im Feuer, im Ofen und eine Röhre? Ist eine Röhre. Schiel Krömer geht weiter, ja? Im Herbst. Wann ist der erste Termin? Weißt du nicht. Keine Ahnung. Gut. Und ich bin die erste Gästin, hast du gesagt, ne? Dann reden wir aber richtig. Ja. Und dann ich sitze dann unterm Tisch. Ja. Und wir können dich ja in der Sendung grüßen. Genau, ich grüße dich.
Jackie grüßt dich dann. Ja, schön. Sehr gerne. Ich trommel mich heute wieder in den Schlaf, das wisst ihr schon. Ja. Das sollt ihr rasseln mit nach Hause. Ja, danke, werde ich tun. Liebe Zuschauer, schön war es mit euch. Ich hoffe, ihr habt vielleicht ein paar Euro dagelassen als Unterstützung für das nicht einnahmensbefähigte BKA-Theater. Ja. Gut gesagt jetzt gerade, oder? Oh mein Gott. Voll. Und ansonsten, 5.7. öffnen wir wieder. Also, ihr könnt hier wieder rein und ihr könnt echte Kunst live auf der Bühne erleben und diese Show. Und halt Transe riechen. Und Transen riechen. Hat sie ein bisschen gefallen? Der Nagellack ist trocken, wollte ich nur sagen. Also, das ist ja wirklich kommst das in den Applaus. Finale. Perfektes Finale. Kann die Kamera das einfangen? Komm hier. Bicolor auch. Auch süß. Auch süß. Auch süß. Ja. So, dann bedanken wir uns doch einfach mal für die letzten 12 Folgen, die alle draußen ganz aufmerksam und fleißig habt ihr euch schon bei mir bedankt? Nee, noch danke, nicht. Kodo, ist wahnsinnig gut. Hat echt total viel Spaß. Oh, danke. Das war der schönste Tag in meinem Leben. Ja, meiner auch. Ja, meiner auch. Toll. Also da haben wir echt was auch fürs Poesiealbum jetzt zusammengeschafft. Schamlos die zwei Schlampen. Ja. Erzähl weiter, der hat dich gerade unterbrochen, der Mann. Danke Kurt, danke Jurassica, danke BKA. Wir starten jetzt tatsächlich endlich in die Ferien und müssen dramatisch aus dem Bild rennen. Nehmen wir Kurt mit? Ja. Okay. Denkt an meine Gewichte. Ja, ja, okay. Komm Kurt. Warte mal, ich kann nicht so schnell. Meine Gewichte, meine Gewichte, meine Gewichte.